Herzlich willkommen zur Episode 2 unserer neuen Staffel von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Vom Prototyp bis zur Serie geht's jetzt. Und das ist der Stefan, ich bin der Giacomo. Hallo zusammen. Hi. Jetzt fängt der Stefan an, euch zu erklären am Rechner und am Bike ganz genau im Detail, was wir uns überlegt haben und zu was für einem Ergebnis das geführt haben. Und das Schönste ist, wir haben sogar schon die Frästeile da. Es wird also spannend heute. Glück gehabt, wir haben eben das Paket aufgemacht. Gerade heute kam die Lieferung. Genau, da können wir euch direkt die Sachen, die wir auf Computer sehen, auch in Hardware zeigen. Passt perfekt. Ja. Okay, Kamera läuft und Action. Okay, gut, legen wir los. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon im Wald erwähnt. Die größte Änderung jetzt vom Prototypen hin zur Serie ist mit Sicherheit der Sitzrohrbereich. Das, so wie es aktuell aussieht, das funktioniert zwar. Prinzipiell hält auch bislang, aber es hat auch sehr viele Einzelteile zusammengesetzt. Der Schweißer hat eine ziemliche Herausforderung, das verzugsfrei hinzubekommen und es ist auch sehr, sehr viel Handarbeit nötig. In einem Umfang, wo man schon aufwendige Frästeile herstellen kann, einfach von den Stundenlöhnen her. Was wir letztendlich konstruiert haben, ist ein zweiteiliges Frästeil, was verschweißt wird. Es ist halt eine hohle Schale jeweils, die über kleine Zentrierungen, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht. Mal so reinzugehen. An den Lagerpunkten. Ja, das sieht man. Auf, okay. Über kleine Zentrierungen an den Lagerpunkten aufeinandergesetzt wird. So, dass es dann für den Schweißer einfach ist, die beiden Bauteile miteinander zu verschweißen. Und durch diese Konstruktion können wir die ganzen Probleme, die wir in den ersten Prototypen an der Stelle hatten, halt eliminieren. Konkret, wir hatten sehr viel Schweißverzug im Sitzrohr. Dadurch, dass wir das so direkt viele Elemente angeschweißt haben, war es dann sehr schwer, hinterher die Sitzrohre durchzureiben. Ich zeige es mal eben noch mal kurz am Rad. Mhm. Hier sieht man das, ne? Hier, von hier fängt die Schweißnaht an, geht hier runter und bis hier hin und dadurch macht das Sitzrohr quasi so eine Banane. Mit der neuen Konstruktion schweißt du jetzt nicht an das Sitzrohr mit einer kurzen, runden Naht an das neu konstruierte Bauteil an und haben ansonsten halt die normalen Schweißnähte zum Oberrohr und zu der Abstützung, wie man es von vielen anderen Rahmen auch kennt. Generell gibt uns das zweiteilige Frästeil halt viele Möglichkeiten, um einige Sachen schöner zu machen. Wir können halt in den Kraftfluss viel besser lenken durch weiche Übergänge, jetzt beispielsweise von der Schwingenaufnahme in diesen unteren Sitzrohrbereich rein oder auch, wir haben das Sitzrohr unten dann sehr weit aufgestellt zum Tretlager, zum Unterrohr hin und auch in die Richtung aufgeweitet, um einfach eine maximale Abstützung am Tretlagerbereich zu erzielen. Sachen, die man sonst eigentlich letztendlich nur in Kugelfaserrahmen mit aufwendigen Hydroforming-Teilen oder halt im Kugelfaserrahmen realisieren kann, das schaffen wir halt durch diese zweiteilige Fräskonstruktion. Eine weitere Neuigkeit, die wir jetzt für die zweite Serie von den Rahmen drin haben, ist, dass wir die Dämpferaufnahme anschrauben. Dadurch haben wir halt ein bisschen, zum einen ein bisschen mehr Freiheit bei Änderungen, was Kinematik oder Geometrie vom Rahmen angeht. Und zum anderen stützen wir jetzt auch nicht mal im Unterrohr ab, sodass das erleichtert die Produktion ein bisschen für uns intern. Aktuell haben wir eine Geometrie-Variante konstruiert, wo wir den Hinterbau ein Stück weit ausfedern. Circa, ich glaube, 13 mm, Jocko, so in der Art. Ja, ich glaube schon. Genau, das ermöglicht entweder mit dem 27,5er Hinterrad zu fahren, wie es seit diesem Jahr auch bei UCI-Rennen zulässig ist. Oder man kann halt die Geometrie ein bisschen mehr Richtung Trail-Touren verstellen. Das heißt, das Tretlager kommt ein bisschen hoch, der Lenkwinkel wird ein bisschen steiler. Da kann man dann auch mit rumspielen. Durch die neuen Frästeile kommen wir ohne Abstützung von dem Lagerpunkt zum Oberrohr aus. Das gibt uns dann die Möglichkeit, den Hebel ein bisschen zu ändern. Das hier ist schon ein neuer Hebel. Wenn man den jetzt mal mit dem alten vergleicht, wir konnten diesen Verbindungssteg breiter gestalten. Das heißt, den hinteren Schenkel vom Hebel kürzer machen und dadurch sollte der Hebel deutlich steifer werden. Ich kann auch hier nochmal reinführen. Man sieht es auch, wenn man hier reinhält mit der Kamera, dass halt einfach die Öffnung wesentlich größer geworden ist. Genau, ansonsten ist der Hebel vom Design gleich geblieben. Und wir sind halt bei dem Rahmen auf einen sehr steifen Hebel angewiesen, weil keine Möglichkeit besteht, die Sitzstreben miteinander zu verbinden. Und da haben wir die Möglichkeit genutzt, jetzt den Hebel noch eine Ecke steifer zu machen. So,
So, jetzt habt ihr gesehen, was wir noch alles umgesetzt haben für den nächsten Rahmen. Die ganzen Face-Teile, die wir euch jetzt gezeigt haben. Jetzt habe ich ihn doch angefasst. Ja. Die gehen jetzt weiter zum Rahmenbauer. Und dann kommt die nächste Runde Prototypen. Da haben wir jetzt auch schon ein paar weitere Testfahrer mit dabei. Und einer von den Rahmen wird ins Prüflabor gehen, etc. Und ja, lassen wir uns überraschen. Also der Rahmenbauer wird jetzt ein paar Wochen Zeit haben, neue Rahmen zu bauen. Und dann wird wieder montiert. Und dann wird weiter getestet. Und wir sind aufgelegt, wir kleine Kinder. Immer noch. Kleines Projekt. Reingehauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, so. Kaffee hier, ne, wie in der Tagesschau. Jeden Tag ist es, ja. Kaffee ist das Bier des Monats.